Hallo liebe Wachtelfreunde, heute mal das Neueste aus dem Wachtelstall von mir. Diese Küken sind jetzt 3 Tage alt und sind heute in den Hamsterkäfig gezogen im Garten. Da wir die ganze Zeit auch im Garten sind, liegt es also ganz nahe. Gestern durften die Hähne ausziehen. Ich hatte da noch 12 Stück, die waren jetzt 7 Wochen alt, aus der zweiten Brut. Und diese freuen sich jetzt im Gefrierschrank auf ein Ende ihres Lebens. So, wir schauen uns gleich mal an, was es im Stall selber gibt. Wie gesagt, gestern sind die Hähne ausgezogen. Ich habe alles schön sauber gemacht und wir schauen mal, wie es da jetzt weitergeht. Hier waren bis zum gestrigen Tag die Tiere aus der dritten Brut drinne. Und hier kommen dann in einer Woche die Küken, die wir eben im Hamsterkäfig gesehen haben, hinein und werden sich dann wieder erfreuen an ihrer Größe. So, schauen wir mal rüber in den alten Stall. Da waren die Hähnchen drinnen und im Moment ist die mittlere Ebene nur belegt mit der dritten Brut. Das heißt, hier sind noch 17 Tiere. Die restlichen sind nicht geschlachtet, nein, die sind alle verkauft. Und diese werden auch spätestens in einer Woche das Objekt hier wieder verlassen. Also ich habe noch genügend Platz wieder für neue Tiere, alles leer. Hier sind die Muttertiere, insgesamt 30 Hennen und mehrere Hähne. Bei manchen zweifle ich immer, ob es eine Henne oder ein Hahn ist, aber ich habe keine Lust, hier auszugreifen. Ob nun einer mehr oder weniger drin ist, das soll nicht das große Problem sein. Ja. Sie können immer noch durchgehen. Wir gehen mal in die Voliere. Schauen wir mal, was da Schönes gibt. Auch hier alles wohlauf. Und André hatte ja geschrieben, seinen Eier, wie viele Eier jeden Tag und aufs Jahr hoch. Ich hatte den Kommentar dazu gegeben. Also das sind die Tiere, diese 30 Hennen, von denen ich im Schnitt 850 pro Monat habe und die also auch als Bruteier von mir verkauft werden. So, das soll es für heute gewesen sein. Schauen wir mal, was es als nächstes Neues gibt. Kommentare immer erwünscht. Daumen hoch, Daumen runter, wie gehabt. Tschüss.